Rahmen einer Initiative der Dorferneuerung vom Verein Unser Dorf wurde der beliebteste öffentlich zugängliche Kinderspielplatz im Burgenland gesucht. Der Erlebniskinderspielplatz Trausdorf wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Die Gemeinde erhielt einen Wertgutschein von 1.000 Euro. Der Erlebniskinderspielplatz wurde im Rahmen der Schaffung eines Naherholungsgebietes entlang der renaturierten Wulka errichtet. Die Einbeziehung der Wulka war dabei ein wichtiger Teil des Konzepts. Anlässlich des bevorstehenden Kindergarten- und Schulstarts informierte Familienlandesrätin Verena Dunst über die Familienleistungen des Landes Burgenland. Das Burgenland liegt bei der Familienförderung im österreichweiten Spitzenfeld und wir sorgen dafür, dass dies auch weiterhin so bleibt. Seit dem Jahr 2009 haben wir beispielsweise über 25,8 Millionen Euro an Kinderbetreuungsförderung und somit in die Zukunft unserer Kinder investiert. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen den Ländern und dem Bund über einen kostenlosen, verpflichtenden, halbtägigen Kindergartenbesuch auch für Vierjährige. Ort der Pressekonferenz war der Kindergarten in Trausdorf. Sehen Sie jetzt die komplette Pressekonferenz. Liebe Landesrätin, lieber Herr Klubobmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir haben heute einen wunderschönen Tag erwischt hier an der Wulka. Wir haben bei der Wahl des schönsten Spielplatzes den zweiten Platz gemacht. Das freut uns ganz besonders. Wir haben heuer ein Renaturierungsprojekt an der Wulka abgeschlossen. Das hilft uns unter anderem auch beim Hochwasserschutz, wird aber auch sehr gut als Naherholungsgebiet angenommen von den Trausdorferinnen und Trausdorfern. Und da war es für uns naheliegend, dass wir auch einen Spielplatz hier entlang der Strecke errichten. Der Platz ist an sich darum so gewählt, weil also hier in der Nähe auch unsere Wohnungen sind und also hier viele Jungfamilien mit Kindern wohnen und die also hier eigentlich einen Abenteuerspielplatz haben sollten. Wir haben hier den Schwerpunkt auf Klettern gelegt. Wichtig war uns aber, dass man auch zur Wulka, zu unserem Bach dazu kann. Früher war das so vor unserem Projekt, dass also hier alles verwachsen war. Und hier sollen die Jugendlichen und unsere Kinder die Möglichkeit haben, den Bach zu erleben. Man kann auch reingehen, es ist nicht gefährlich. Mit dem Geld, das wir als Preis bekommen, werden wir hier sicherlich auch weiter unseren Spielplatz ausweiten und wir planen auch für die Zukunft, hier für Erwachsene etwas zu installieren. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete, Herr Klubobmann, meine Damen und Herren Medienvertreter, guten Morgen, Sie können uns gern zuhören. Wir fühlen uns da so irgendwie einsam und verlassen. Bitte einfach nur näher, wir sind sehr kurz, sehr prägnant, aber wir wollen mit Ihnen reden. Kommen Sie nur her da. Dann können wir nämlich gleich alle informieren und vor allem geht es darum, Sie können ja stolz sein. Sie haben, und jetzt komme ich schon zu den Ausführungen des Herrn Bürgermeisters, den zweiten Platz gewonnen, der auch mit einem Geldpreis verbunden ist. Ich weiß schon jetzt out of record, dass da in Trausdorf viel Geld vorhanden ist und das nur notwendig. Gar nicht unbedingt gebraucht wird, aber es steht euch zu als Anerkennung. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Eltern, Gemeindevertretung an der Spitze mit dem Herrn Bürgermeister und dem Herrn Klubobmann, werte Medienvertreter und Vertreterinnen, ein herzliches guten Morgen nochmal an dieser großartigen Stelle. Also da spürt man Lebensqualität. Ich habe den Platz noch nicht gesehen vorher, leider, und habe auch diese Renaturierung, das ganz tolle Projekt, noch nicht vor Ort gesehen, sondern nur am Papier gesehen. Und ich darf zu beiden Projekten herzlich gratulieren. Das ist das, was Lebensqualität im Dorf und am Land ausmacht. Damit darf ich natürlich auch heute zum Schulbeginn und aber auch natürlich ein bisschen zur Lebensqualität und zum Kinderspielplatz kurz Stellung nehmen. Das Erste ist, wir haben unglaublich viel Lebensqualität im Burgenland. Es gibt wieder neue Umfragen, es gibt immer wieder Daten und Fakten, wo wir hören, dass sich die Familien bei uns am Land wohlfühlen.
Ich habe gerade heuer im Frühjahr über die Elternbefragung, die ja der Herr Landeshauptmann mit dem Landesschulratspräsident und mir organisiert hat, sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Die Eltern fühlen sich mit ihren Kindern im Burgenland wohl. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man da überlegt seitens der Gemeinde Trausdorf und sagt, okay, was können wir noch verbessern? Und machen das nächste Stück, nämlich diese Renaturierung. Das ist unglaublich. Da kann man sich echt wohlfühlen. Gratuliere den Eltern und den Kindern dazu. Und ich verstehe auch, Robert, warum vorher ein paar Kinder gesagt haben, ich habe gesagt, zu meinen zwei Chefs, weil die haben da alles gleich ausgeteilt, danke euch, freut euch schon auf die Schule, haben sie gesagt, na das verstehe ich, das hat nichts, ich bin selber Pädagogin, hat nichts damit zu tun, dass wir nicht Schule mögen beide, nicht? Oder wir drei Großen, sondern es hat damit zu tun, dass ganz einfach da so wunderschön ist. Und das verstehe ich, dass man sich da gerne aufhält. Zum Zweiten lassen Sie sich gratulieren zu diesem Kinderspielplatz. Jetzt nicht als Familienlandesrätin, aber auch als Dorfernährungslandesrätin oder in beiden Positionen. Kinder muss man heute leider manchmal ein bisschen verführen zum Aufenthalt und zur Bewegung in der freien Natur. Weil das Überangebot im Internet, auf iPad und überall, was es heute gibt, mit tollen Programmen sehr, sehr groß ist. Aber ich kann Ihnen aus den neuesten Studien nur zwei, drei Zitate herausnehmen. Fakt ist, wir wissen es als Erwachsene, das gilt für die Kinder. Bewegung, vor allem im Freien, das macht uns kopffrei, das macht uns stark. Wir können uns wieder besser konzentrieren. Das Kind gilt für die Kinder im Kindergarten, in der Kinderkrippe, aber natürlich auch vor allem in der Schule, wo man sich dann einfach gut konzentrieren kann, wenn man nach der Schule heimgeht und einmal rennt und herausgeht oder an diesem tollen Kinderspielplatz ein paar Übungen und ein paar Bewegungsabläufe macht. Das hilft. Das hilft für alle Menschen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, eben die Luft, die frische Luft, die freie Natur, einfach die Begegnung mit der Natur, das sagen alle Daten und Fakten. Die brauchen wir als Erwachsene, aber das brauchen auch sehr, sehr stark die Kinder. Daher, dieses Angebot hier ist großartig. Ich habe seit einigen Jahren, nämlich seit 2007, die Dorferneuerung damals vom Landeshauptmann übernommen mit dem großen Auftrag von ihm, mach was draus. Ich habe mich sehr bemüht um Kinderspielplätze als Ort der Kommunikation. Da geht es ja nicht nur darum, dass ein paar Kinder schnell herfahren und dann fünf Minuten da sind und weg sind, sondern da geht es um einen Kommunikationsplatz. Herr Bürgermeister, Herr Klubobmann, das wisst ihr, da treffen Sie Leute so wie heute und das soll einfach auch ein Treffpunkt für Menschen sein und die Kinder fühlen sich sehr wohl, aber natürlich auch die Erwachsenen. Und daher habe ich damals gesagt, ja, aber ich lege Wert auf einige Dinge in der Ausführung. Kinderspielplätze sind wirklich Kinderspielplätze, wenn sie nicht nur drei Tage, sondern mehrere hunderte Tage spannend bleiben. Wie kann man das? Ich habe mich da natürlich auch auf pädagogisch-strategische Forschungsergebnisse gehalten. So wie der ist, so passt er optimal. Nämlich nicht eine Rutsche und irgendein Werkel, das man hinstellt und dann macht man das dreimal und dann ist Fahrt, sondern mit der Natur. Da kann man sich bewegen, das sind Naturqualitäten und vor allem sind das aus Holz, aus heimischen Holzarten gemacht. Das ist alles rustikal und sehr erdig und mit der Erde verbunden. Und ich freue mich über Eltern und da weiß ich, dass nur solche anwesend sind, die sagen, ja, mein Kind hat sich am besten wohlgefühlt, wenn es so richtig dreckig ist. Und das bitte ich auch zu berücksichtigen, auch bei den kleinen Prinzessinnen, so richtig dreckig und ein bisschen in die Wolke. Ein bisschen losmachen und dann so richtig schön nach Hause gehen, dass die Waschmaschine sich freut. Das ist Naturerlebnis, das brauchen die Kinder. Das sage nicht ich, weil ich glaube, ich weiß das alles, sondern das sind alles Dinge, die wir aus der Forschung, aus der Psychologie haben, dass unsere Kinder, und wir wollen ja alle das Gleiche, gilt dann natürlich für Enkelkinder genauso, dass das für die passt. Und da gehört wirklich auch wirklich Kindsein dazu. Schulbeginn als drittes und letztes. Heißt ganz einfach jetzt auch Neustart für die Eltern, natürlich besonders auch für die Kinder, aber natürlich heißt das Schulbeginn auch Kindergartenbeginn und Kinderkrippenbeginn. Wir haben politisch uns sehr, sehr gut vorbereitet darauf. Wir haben einen neuen Referenten, worüber ich mich sehr freue, mit dem ich mit dem SPÖ-Club gemeinsam sehr vieles machen habe können in den letzten 15 Jahren. Der Herr Landeshauptmann ist ab jetzt der Träger aller Bildung von der Kinderkrippe bis zur FH. Also bis zur Fachhochschule. Und damit können wir gewährleisten, dass das ist, was ist. Bildung ist wichtig.
Und Bildung heißt Lebensplanung, heißt Einkommen und. Und diese Lebensläufe, die muss man gut anschauen, weil da weiß man, Bildung am Anfang schon im Kindergarten, der Kindergarten ist Bildungsgarten, ist ganz, ganz wichtig, unsere Kinder zu fördern und zu fordern. Das gehört zu unseren Aufgaben. Der Landeshauptmann als Pädagoge nimmt das natürlich dementsprechend wert. Und ich freue mich, dass er das jetzt alles in einer Hand hat, weil es gescheit ist. Weil es das Beste ist, weil man da die beste Struktur, die guten Lehrer und Lehrerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen dann auch garantieren kann. Schulbeginn heißt aber auch, und der Kindergarten und die Kinderkrippe genauso, dass Eltern natürlich ordentlich in die Tasche greifen. Ich weiß das selber als Mutter. Mittlerweile ist, keine Sorge, es wird nicht weniger, wenn es größer werden. Also die Taschen sind auch immer leer bei mir. Da weiß ich, da habe ich gute Abnehmer. Aber jetzt ernsthaft, es ist so, dass der Kindergartenbeginn und der Schulbeginn einfach eine riesige finanzielle Belastung ist. Menschen, die es leisten können, das merken es nicht so. Aber Menschen, denen es nicht so gut geht, für das Schulbeginn und Kindergartenbeginn wirklich ein Problem, weil sie wissen, dass damit finanzieller Aufwand verbunden ist. Die gute Nachricht daher, eins kann ich Ihnen versprechen, bei uns wird an den Familien im Burgenland nicht gespart. Im Gegenteil, wir kriegen weiterhin jede Unterstützung. Ich möchte damit beginnen, es gibt kein Bundesland, das so viel Förderung in die Kinder und in die Ausbildung gibt. Nur um zwei Dinge, weil es uns zu lang werden würde, zwei Dinge in den Mittelpunkt zu stellen. Bei uns, wir haben schon bis zu 90 Euro für die Kinder ab dem Tag, wo sie die Kinderkrippe besuchen. Dann kriegen die Eltern einfach Entlastung, obwohl unsere Gemeinden, und ich bedanke mich dafür, sehr viel Geld darauf legen, dass den Eltern das wenig kostet. Aber trotzdem herzlichen Dank, denn das ist viel, viel Geld für euch in den Gemeinden. Wir wollen aber die Eltern auch zusätzlich entlasten. Bis zu 45 Euro kriegen Sie im Monat, das sind dann wieder 500 Euro im Jahr für den Kindergarten. Und was ganz, ganz wichtig ist, das geht natürlich auf den Schulbeginn, die 100 Euro Schulstarthilfe gelten weiterhin und vieles andere mehr. Wir haben die kleinsten Einheiten in der Schule, wir haben die größtmögliche Unterstützung seitens der Pädagogen. Kostet sehr, sehr viel Geld, viele Millionen Euro, aber das ist uns wichtig für Sie und Ihre Kinder. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alles, alles Gute zum zweiten Platz. Das ist Champions League. Super. Ich sage das deswegen, weil ich ein bisschen traurig bin als Rapidlerin, dass wir es nicht geschafft haben. Aber Trausdorf hat es geschafft. Ne? Trausdorf hat es geschafft. Ihr seid ganz, ganz großartig von vielen Gemeinden gelegen am zweiten Platz. Wir haben vor einiger Zeit über die Dorferneuerung einen Wettbewerb ausgeschrieben, weil wir merken, dass Kinderspielplätze und Kommunikation so wichtig ist und ich dort natürlich auch fördere aus der Dorferneuerung. Und wir waren unglaublich überrascht, dass die Rückmeldungen so groß waren. Wir haben tausende Votings dann über den ORF letztendlich, weil ich das dort übergeben habe, gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen. Wir haben dann 10 Gemeinden von vielen in Reihung gebracht. Nur das Klare ist, dass die Konkurrenz sehr groß war. Und von diesen 10 Gemeinden mit absolutem Abstand vor dem dritten, das war eine südburgenländische Gemeinde, habt ihr den zweiten Platz für diesen tollen Kinderspielplatz und den beliebtesten Kinderspielplatz erreicht. Herr Bürgermeister, Herr Klubobmann, meinen herzlichen Glückwunsch. Gratulieren darf ich den Eltern und den Kindern, weil die haben den Platz da ganzes Jahr. Alles Gute. Wie gesagt, es wäre mir sehr, sehr recht. Ihr seid in jeder Weise eingeladen, einfach das nächste Stück zu setzen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was beitragen. Gratulation. Super. Ich komme mal in den Kindergarten und in die Schule, aber das kann ich jetzt noch nicht. Und dann kriegt ihr ein Symbol, bei der Schule, wo ihr es aufhängen könnt und nicht nur so ein lapidarer Scheck, aber da Schule sind wir gerade in Produktion. Bei der Schule würde ich vielleicht sagen, dass nächstes Jahr kommst, weil wir sind gerade dabei, da einen Zubau zu machen. Super. Aber vielleicht an alles gerne. Reden. Ich darf abschließend drei Danksagungen vornehmen. Ja. Erstens möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, weil diese Initiative, glaube ich, eine sehr wichtige Initiative ist, weil damit angespornt wird, dass die Gemeinden was für unsere Jüngsten machen. Eine sehr, sehr wichtige Initiative von dir und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und da muss man auch dir großen Dank aussprechen. Der zweite Dank gebührt der Gemeinde, dem Bürgermeister, dem Gemeinderat, aber vor allem auch den Mitarbeitern hier, weil die pflegen das, die haben das auch zum großen Teil hergerichtet und errichtet und da sind wir sehr, sehr dankbar. Und die dritte Danksagung gebührt den Eltern. Das sind jene, die ermöglicht haben, dass wir den zweiten Platz erlangt haben. Das sind die, die die letzten Wochen gewotet haben. Und da können wir durchaus stolz sein. Danke und danke vor allem dir für diese Initiative. Ein großartiges Projekt und wir werden diese 1000 Euro sehr, sehr gut für die Kinder wieder investieren.